So, gleich ist es Nacht, wir sehen die Sonne verschwinden. Das Abendrot hat begonnen. Wir wollen hier rein zu diesem Huhn fritzen und uns dann zum Hyljasee fliegen lassen und hoffentlich dabei ein paar Schätze abstauben. Vielleicht warte ich noch kurz? Nee, warte ich nicht. Ich denke mal, es wird dann schon rechtzeitig Nacht werden. Es ist ja kurz davor jetzt. Jetzt kommt wieder die geile Musik. Ich rüste mal die Eisenstiefel aus. Und ich muss niesen. Ich muss niesen. Oder auch nicht. Doch. Ja, Dankeschön. Okay, ich rede mal mit dem. Hallo, hereinspaziert. Und ich muss zahlen, natürlich. Da bin ich selber schuld, da ich beim letzten Mal den Schatz nicht erwischt habe mit dem Huhn. Ich könnte auch ohne Huhn runterspringen, aber das wäre ja witzlos. Da kann ich keinen Schatz abstauben. Okay, jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass ich... wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach, da muss ich hin. Jetzt hoffe ich echt, dass ich da drauf komme. Ich muss, ach, ist das... Wow, ich hab so... Ich bin eigentlich total verwirrt geflogen. Voll schlecht irgendwie. Aber trotzdem hat's geklappt. Ich bin sehr verwundert, Leute. Ist da kein Herz drin? Wieso ist da kein Herz drin? Jetzt muss ich nur richtig runterspringen. Moment. Vielleicht kann ich, wenn ich Glück habe, mich da abhängen lassen. Und dann, wehe, es klappt nicht, sage ich ja nur. So genau wollte ich das machen. Jetzt warte ich kurz, bis ich wieder da bin. Vielleicht ein bisschen zur Seite, genau. Und jetzt, ich sehe den Geist schon, ihr vielleicht auch, müsst ich sehen, nicht mehr genug. Jetzt. Nein! Nein! Ich hoffe, da war kein Herz da drin. Hier sind nur 50 Rubinen. Ich glaube, da war doch das Herz da. Nein! Na gut, ich werde beim nächsten Mal nicht zeigen, wie ich hier hingehe, sondern nur wie ich die Truhe öffne. Das wird dann auch klappen. Jetzt muss ich erstmal diesen Geist da besiegen. Jetzt kann ich ihn endlich holen. Es hat so schön geklappt mit diesem Huhn und dann so ein Scheiß. Wo ist er hin? Er ist natürlich wieder genau da, wo man dann wahrscheinlich ihn nicht mehr kriegt, wenn man ihn besiegt hat. Das ist wahrscheinlich Absicht gewesen. Ich nehme mich genau so. Ah, ich habe Glück gehabt. Er kommt hier runter. Es ist nicht selbstverständlich, dass das so klappt. Aber so. Gut. Sehr schön. Endlich, diese Kacke. Es regt mich auf, dass ich jetzt da oben nicht dieses Herz her, was das wahrscheinlich war, bekommen habe. Aber das mache ich dann gleich. Mache ich am besten jetzt. Also wir sehen uns gleich, wenn ich da oben bin, oder? Ja. Bis gleich. So, jetzt hat es auf Anhieb geklappt. Da bin ich sehr froh drüber. Mal gucken, was hier drin ist. Tatsächlich ein Herz. Ich glaub's nicht. Ein Herzteil. So geil. Neue Herzcontainer, sehr schön. Dann warfen wir uns mal direkt zur Wüste und da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Nämlich die Eulenstatue, die letzte, um die letzten Stellen für das Dokument zu finden. Und irgendwo war da noch ein Wolf, genau. Den muss ich jetzt auch noch besuchen und das ist nämlich der letzte. Eigentlich wäre es nicht der letzte, aber ich habe ihn halt zuletzt ausfindig gemacht, deswegen... Hier ist die Trillhöhle, die werde ich mir jetzt sehr viel später vornehmen. Okay, nicht sehr viel später, das Spiel ist bald vorbei. Oh nein. Ja, runter hier, runter hier. Ganz aufgeregt. Wo muss ich hin, wo muss ich hin? Ach, ich gucke aber auf die Karte, ich bin so blöd. Irgendwo gibt es hier nämlich noch ein Insekt. Ich glaube, es war hier irgendwo in der Nähe. Da ist ein Insekt, ich weiß nicht, ob ich das schon habe oder ob... dass das Fehlende ist. Es wäre natürlich geil, wenn es jetzt das Fehlende wäre. Das wäre auch total witzig. Ich gehe einfach runter. Hoffentlich ist es das Fehlende. Eintagsfliege weiblich. Och Mist, das habe ich schon.
Na gut, das war zu erwarten. Nun gut, wir werden aber gleich hoffentlich das andere auch noch finden. Gucken wir auf die Karte. Wir wollen schon die Statue auch ausfindig machen. Da ist sie. Irgendwo ist doch dieses andere Insekt auch. Ich weiß echt nicht mehr genau wo. Ich würde es erstmal gerne finden. Da ist es. Ich sehe es. Ich glaube es nicht, wie schnell ich das jetzt finde. Wieso habe ich das beim ersten Mal nicht? Ich habe ganz falsch gesucht damals, glaube ich. Ich war an der ganz falschen Stelle. Jetzt muss ich noch über diese Lücke da kommen und dann habe ich es. Genial. Es wundert mich gerade echt ein bisschen, dass ich es so schnell finde. Und ich habe nicht nachgeguckt, keine Sorge. Bei Zelda muss ich nicht nachgucken, da bin ich eigentlich total drin in der Materie. Aber die hier hat mich echt ganz schön Nerven gekostet. Aber jetzt auf Anhieb gefunden, sehr schön. Dann können wir jetzt endlich diese letzte Statue uns vornehmen, zur Brust nehmen. Hoffentlich war es dann das wirklich. Wirklich ziemlich nervige Angelegenheit mit diesen Statuen. So. Gucken wir uns mal kurz die Eintagsfliegen an. Also nicht die Eintagsfliegen an. Ein Geist fehlt mir noch für 20, dann kriege ich was Tolles. Und es fehlen noch hier diese eine Strecke in diese im Kakariko-Tal, die ich nicht gefunden habe. Und hier im Firone-Wald in der Nähe, da gibt es auch noch zwei. Dann war's das. Dann habe ich alle Insekten. Das ist sehr cool. Jetzt muss ich dich erstmal runterholen. Und wohin? Ich glaube, hier hin. Oder? Ja. Scheint richtig zu sein. Komme ich jetzt so weit? Mist, das war nicht so klug. Ja, war tatsächlich ein bisschen zu wenig. Na gut, jetzt aber. Da ist die Truhe, die will ich jetzt noch haben. Die müsste ich gar nicht haben, da sind meines Wissens eine Rubine drin. Aber ich will die Vollständigkeit hier erlangen. Also meistens. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Rubin sammeln. Aber wenn ich so eine Truhe sehe, dann muss ich sie holen. Antikes Dokument vollständig. Du hast alle kumulanischen Zeichen erfolgreich entziffert. Es enthält wichtige Hinweise für die Reise nach Kumula. Die muss ich wieder dem Jargon zeigen. Ich habe vergessen, wie er heißt. Jargon oder so. Ich sag immer gerne Jargon. Jago wahrscheinlich. Ich glaube, ich hätte oben bleiben sollen. Nicht blöd, Mann. Na gut. Das war jetzt im Eifer des Gefechts. Gerade vor der Euphorie. Das antike Dokument vollständig und dann fliege ich aber runter. So, jetzt muss ich das nämlich hier rüber kriegen. Komm. Muss ich erst einmal loslassen. Hat nicht viel Platz hier zum Navigieren. Aber das kriege ich schon hin. Erstmal ganz an den Rand. Anvisieren. Ist halt blöd, wenn man dann runterfällt. Da muss man alles nochmal machen. Habe ich gerade gesagt. Ist das witzig. Dupdidu. Aber es macht schon Spaß irgendwie. Irgendwie finde ich es ganz witzig. Auch wenn ich eigentlich keinen Grund dazu habe. Aber es ist halt Zelda. Und Zelda ist immer gut. Egal, was für Aufgaben kommen. Zelda ist geil. Komm du mal her. Jetzt hätte ich beinahe wieder denselben Fehler gemacht, ich glaub's nicht. Das ist schon. Ich sollte ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Ich will jetzt gerade zu schnell hinter mir springen. So, immer schön sachte. Bei manchen Dingern hier, bei manchen Kanten springt er halt einfach. Was ich gar nicht will. So. So, okay, das war nicht sehr hilfreich, aber schon gut. Ich gehe jetzt ganz langsam an die Sache ran. Ihr merkt es, weil ich nicht nochmal runterfallen will. So, jetzt nicht runterspringen, sehr schön. So, das sollte reichen. Das ist noch die einfache Aufgabe gewesen. Jetzt kommt nochmal die letzte.
So. Schön langsam. Dann funzt das auch. Umdrehen und anvisieren und Schuss. Ist ja auch ziemlich beschissener Gegenstand eigentlich, dieser Kopierstab. Ich glaube, der kommt nie wieder vor. Okay. Ich glaube, das ist genau richtig. Hat auch sehr schön geklappt. Jetzt einfach nur rüberspringen, das musste ich doch hinkriegen eigentlich. Wow, voll schräg wieder. Voll schräg. Mann, hab ich Angst. Erst mal wegstecken. Dann kann ich besser springen. Wieder so schräg, wow. Aber es hat geklappt. Sehr schön. Ein orangener Rubin. Er ist 100 Rubine wert. Dann kann ich hier. Wow, habe ich viel Geld. Nach Kakariko zurück und dem Typ das Dokument zeigen. Nein! Ich bin so blöd, ich habe was vergessen. Ich wollte noch den Wolf besuchen. Na, ich muss direkt wieder zurückwarpen. Ich bin sehr vergesslich heute. Ich warp mich direkt wieder zurück. Wisst ihr das? Weil ich einfach noch zu früh jetzt hier bin. Da-di-da-di-du. Aber macht nichts. Ich glaube, es hat mir sogar ein bisschen Weg gespart. Vielleicht ein klein wenig. Den von der Statue bis zu dem Warpfeld ist schon ein kleiner Weg. Jetzt muss ich halt. Vielleicht finde ich dann noch einen Geist sogar. Ding, ding, ding. Jetzt muss ich halt noch so ein Schweinchen wieder nehmen, damit ich durch den Zaun komme. Aber vielleicht der Zaun auch noch zerstört. Weiß ich gar nicht, ob das so bleibt. Oh nein, es wird doch nicht wieder hell. Warum ist die Nacht so kurz? Das ist doch beschissen. Man hat ja nicht mal die Möglichkeit, wie in Ocarina of Time oder in anderen Zelda-Spielen, den Rhythmus zu beschleunigen oder direkt zu wechseln, was sehr schade ist. Ich schnapp einfach so ein Schwein. Leider wird es wieder hell. Denn hier gäbe es bestimmt noch einen Geist, aber den kann ich jetzt leider nicht. Warum bleiben die einfach sitzen? Komisch. Hab ich aber nicht entdeckt. Wahrscheinlich war es zu dunkel. So, ich hätte es gar nicht gebraucht. Hier ist nämlich offen. Gut zu wissen. Und ich kann sogar bequem absteigen. Ist ja auch selten bei diesen Viechern. Sehr cool. So, jetzt komm her, letzter Wolf. Lass uns Freunde werden. Wo ist er? Ist hier noch irgendwas? Hier ist, glaube ich, immer ein Geist, aber ich glaube, den habe ich schon. Hab ich den Wolf schon oder was? Ich bin gerade voll verwirrt. Da habe ich ihn noch gar nicht gerufen. Das kann sein, ich Idiot. Oh, das ist sehr bitter. Hier vielleicht noch einer? Nein. Das ist sehr bitter gerade. Denn ich habe schon wieder was vergessen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier hin. Denn hier muss ich noch den Stein anheulen. Das war's, glaube ich. Das habe ich voll vergessen. Ich habe gewusst, welchen Wolf ich vergessen habe, aber ich dachte, ich hätte ihn schon angeheult. Sehr blöd. Egal. Ich bin ja direkt da. Das ist ja nicht sehr weit. Nur hier hoch und da ist schon der Stein. Das ist ja nicht sehr weit. Das muss er sein hier. Ich hoffe nicht, dass er das nicht ist, sonst habe ich eine große Suchaktion vor mir. Das wäre natürlich beschissen. Ah, das ist er. Und es hängt wieder ein. Ja, irgendwie glaube ich, dass der Emulator keine Steine mag hier. Aber es geht wieder. Und das ging so. War das jetzt richtig? Scheinbar nicht. Hab nicht ganz aufgepasst, aber es passt schon. Jetzt jedenfalls. Hoffe ich mal. Nee, irgendwie. Moment, ich schau's mir nochmal an. So weit, so gut. Ah, ich hab zu kurz gewartet. Na gut.
Die Melodie hatte ich aber richtig im Kopf. Muss doch stimmen, oder? Ja. Glück gehabt. Ich spreche aber mal ab, weil wir es schon 100 Mal gesehen haben. Aber das hier muss ich jetzt trotzdem nochmal holen. So. Was für eine Melodie ist das denn? Ich erinnere mich gerade nicht dran. Vielleicht irgendeine Abwandlung von einer alten Ocarina of Time Melodie, aber ich kann es gerade nicht sagen. Vielleicht könnt ihr mir das ja. Aber ich kann sie gerade nicht zuordnen. Okay, die letzte okkulte Kunst, die finden wir jetzt in der Wüste. Endlich. Die holen wir uns schnell. Und dann zeigen wir dem Jago unser Dokument. Dann können wir zum allerletzten Tempel endlich gehen. Eigentlich der letzte. Ist ja nicht wirklich der letzte. Danach gibt es noch zwei, drei. Aber das sind keine richtigen Tempel, finde ich. Also nur so kleine Teile. Also, naja. Ich will nicht so viel verraten. Aber sagen wir einfach so, wir holen uns die letzte Spiegelscherbe. In diesem Tempel dann. Aber das sehen wir noch nicht. Aber gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier, wo Epona nicht laufen kann. Aber der Wolf und die Schweine können das. Obwohl, ich habe hier noch nie Epona versucht zu rufen, aber sie kann ja wohl kaum hier hoch irgendwie springen. Vom Hiljasee aus. Beim Hiljasee kann sie ja auch nicht rumlaufen. Also, schon logisch irgendwie. Was soll das denn? Lade schon immer weiter. Okay, ist es Nacht? Ist es Nacht? Mir fällt gerade was ein, beim Hügelsee war noch ein Geist. Wenn ich jetzt die Nacht noch erhalten kann, dann kann ich schnell nochmal zurück. Ich bin heute wirklich verpeilt. Ich warp mich ständig hin und her und könnte so viel aufeinander machen. Also, schlimm das. Echt schlimm. Ich könnte echt viel effizienter arbeiten, beziehungsweise spielen. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich diesen blöden Wolf. Der hat mich echt einiges an Nerven gekostet. Lichtszene. Zum letzten Mal knurrt er mich an. Schon ein schönes Tier. Sieht zufällig genauso aus wie ich, wenn ich verwandelt bin. Sehr seltsam. Nur golden halt. Da hinten ist das Schloss. Die Zeit ist gekommen. Dies ist die siebte und letzte okkulte Kunst, die ich lehren werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut desjenigen verlangt, der sie ausführt. Bist du bereit, diese okkulte Kunst zu meistern? Ja. Es will erst noch die Riesensprungattacke sehen. Ja, und die letzte okkulte Kunst hier ist jetzt auch eigentlich nicht so besonders. Einfach eine Wirbelattacke mit mehr Kraft. Die Riesenwirbelattacke. Und die wird genauso ausgeführt wie die normale, nur wenn man volle Energie hat, dann ist sie halt effektiver. Und deswegen habe ich jetzt auch volle Energie bekommen. So, B gedrückt halten. Er kann sich wieder teilen. Und zack. Da schreit er schon mal ein Stückchen lauter als sonst. Und das war schön. Perfekt. Das war die letzte okkulte Kunst. Ein bisschen traurig, aber wir werden es nie wieder sehen. Nun gut, du hast die Okkulte hergewonnen. Endlich habe ich dieses hier nachgeholt. Du Zahnschreiner, mit klarem Blick in Zukunft schaust, hast die Macht aus diesen Hyrule wie das von den Göttinnen gesegneten Land zu machen. Das heißt zwar, adieu. Und da sieht man, er war ein Franzose. Geh hin und zieh mutig in den Kampf, mein Sohn. Tschüss, Herr Franzose. Okay, jetzt will ich ganz kurz, wie gesagt, nochmal zum Hügelsee. Ja, tut mir leid, immer hin und her. Aber da war noch ein Geist, den will ich gerade kurz holen. Wobei ich das auch später machen könnte, denn ich werde da nochmal in so eine geheime Höhle gehen später. Aber vielleicht ist da dann keine Nacht, deswegen will ich das kurz ausnutzen. So. Hoffentlich bin ich schnell genug. Es graut schon der Tag, glaube ich. Jetzt mal schön schnell sein. Schnell, habe ich gesagt.
Gut. Schnell verwandeln. Hoffentlich reicht das. Ich habe schon öfters mal böse Überraschungen erlebt. Dass ich kurz zum Geist war und dann ist plötzlich Tag. Das ist sehr scheiße. Schneller. Ich mesche meine Buttons. So. Komm schon runter. Ich habe ihn doch klar erwischt. So. Jetzt ist zum Beispiel Tag geworden, dann habe ich nicht mehr bekommen. So, so unfair. Ist schon passiert. 20 Geister sehen. Yes, das kann ich jetzt auch machen, genau. Dann warp ich mich direkt zum Schloss Hyrule. Da warte ich jetzt, bis Tag ist, dann kann ich euch den Laden noch zeigen. Ah, ich kann wieder alles schön auf einmal machen. Ist das nicht geil? Klappt doch schon. Ebenen von Hyrule. Es ist noch nicht Tag. Warum ist noch nicht Tag? Eigentlich habe ich damit gerechnet. Jetzt kommt wieder dieser blöde Postbote wahrscheinlich. Ja, es musste irgendwann passieren. Eigentlich wollte ich ja als Wolf jetzt rein, denn das muss ich mal machen. Wegen Geisterseelen. Hallo Sam, ciao, was für dich? Hier steht auch der Absender. Jago, sagt wer seid was? Indeed, den kenne ich. Mir fehlen noch 3 Goldinsekten, die hole ich aber später erst. Nach dem Tempel. Jetzt gucke ich mal seinen Brief an. Der sagt nur dasselbe wieder. Hallo, in ganz Jura habe ich keine einzige Statue gewonnen, die auf meinen Tower da trotzdem. Ja, okay. Er geht zurück nach Kakariko und da treffe ich ihn jetzt. Ich gehe jetzt erstmal als Wolf rein, hole mir die Belohnung für die Geisterseelen. Und dann verrät er mir das unschöne Geheimnis, dass er noch mehr Geisterseelen braucht. Was sehr beschissen ist, denn das wird eine sehr schwierige Angelegenheit. Wo war er doch gleich? Gleich. Keine schreienden Leute hier? Interessant. Aber nachts ist ja nicht so viel los. Der hat Angst. Haha. Und die hat auch Angst. Nee, die ist gar nicht da. Doch, da ist er. Haha, die habe ich gesucht. Okay, Moment. Doch, da hoch muss ich. Bis auf die Goronen haben alle Angst vor mir. Die Goronen, die sind ganz cool. Der große fehlt hier, der kommt später noch, genau. Okay, hier ist. Wenn ich in der Stadt bin, wird es nicht Tag. Das ist interessant. Ganz viele Katzen. Wow. Hier links war das. Das ist ja nicht die Wii-Version. So, Giovannis Haus. Der kennt mich nur als Wolf. Der weiß gar nicht, dass ich eigentlich ein Mensch bin. Schon witzig. So, hallo. Ich bin ein Mensch. Ist der fett? Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl alles dir zu verdanken. Nun, du solltest zum Beispiel keine zeigen, ob ich dir vielleicht eine Freude bereiten kann. Ich will Gold. Feentau ist auch geil. Mit Flasche. Füllt dein Herzen vollständig auf und außerdem steigt für eine Weile an Kraft. Ähnlich wie die Suppe in Wind Waker. Ja, das findet man in der Grodewüste. Da kann ich mir auch noch eine holen. Aber mein Körper ist immer noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele noch nicht ganz komplett. Seltsam. Vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Ja, leider muss ich jetzt noch 40 Geister holen. Das ist wirklich eine brutale Angelegenheit. Moment, wo ging's raus? Hier wieder die falsche Seite. Witzig. Hallo. Gut. Jetzt warte ich noch kurz, bis Tag ist. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn Tag ist. Dann gehe ich in den Laden rein. Bis gleich.